believers just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5, dem Story-Modus. Wir machen weiter mit der Mission streng nach Vorschrift. Und zwar mit Michael und mit Trevor. Wir fahren aber mit Michael jetzt zu unserem Haus, ja, zu unserem Nachbarn da oben, ja, in den Rockford Hills. Begib dich zum Haus, da soll wohl irgendeiner sein, der uns, ziemlich auf den Sack geht und den sollen wir umbringen. Wir haben unten in der Halle gerade einen Typen, ein Farbigen, der will nicht so richtig reden. Und sobald sie wissen, wer es ist, sagen sie uns Bescheid. So oder so ähnlich war, glaube ich, der Auftrag. Something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo-hoo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away, the FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. This is bullshit. This place, Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. Can I get you anything? Some water. Hey, you want a coffee? I have to go again. Turns out that was the das Ziel zu finden, foltere Mr. K. Wähle ein Instrument vom Wagen. Aha, jetzt haben wir also kurz geswitcht. Moment, was? Zwischen den Folterrunden benutze B, um Mr. K's, wenn du Mr. K zu sehr behandelst, braucht er vielleicht eine Adrenalinspritze. Also, was nutzen wir denn mal? Ja, den haben wir. Nehmen wir erstmal das hier. Gehen wir erstmal schön viele Volt-Schläge. Halte L, T gedrückt, um die linke Klemme anzuklemmen und R, um die rechte Klemme. Drücke auch mit den Klemmen Funken zu schlagen. Er will einfach nicht reden? Oh, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Aber wir dürfen ihn halt nicht zu sehr überstrapazieren. So. Ja, noch sieht's gut aus. Noch geht das. Ah, sie kooperieren? Wie jetzt doch? Ja, dann rede! Du Idiot. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. Oh. That wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway.
Chumash, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. What a dick. Also, jetzt haben wir also hoffentlich die richtige Adresse, weil ein zweites Mal umfahren will ich nicht. So richtig. Warte. Moment, muss ich kurz was umstellen, dass ich auch Outer City sehen kann. So, alles gut. Alles gut, alles gut. So, jetzt müssen wir also nochmal 2,3 Kilometer gurken. Ja, nachdem er nun also richtig gesprochen hat, der Inder, oder was das für einer war. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh. So that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not... So, angekommen. Sie werden nach dem Scharfschützengewehr aus, was wir brauchen. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. Oh no, no, please. I tell what? You what you loosen want him to up. Know. No, please. Mach ihn locker. Oh, mit Benzin übergießen natürlich auch nicht schlecht. Wir nutzen einfach mal das hier. Halte RT, um einen Zahn zu packen. Lol. So, ziehen, ziehen. Lass mal los. Was aufhören? Du sollst reden, Junge. Wie sieht's aus? Ja, deine Zähne, dann sprich endlich. Ich habe keine Ahnung, Wahl, ich muss es machen. Komm jetzt, komm, wir haben ihn gleich draußen. So. Sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Finde das Ziel. Reicht mir das? Ich weiß nicht, ob mir das reicht. Dunkel. Ein Aserbaidschaner. Wer sieht denn nach einem Aserbaidschaner aus? Das könnte jeder sein. Da zum Beispiel, der sieht zum Beispiel orientalisch aus. Wechsel zu Trevor. Okay, dann machen wir das mal. Dann müssen wir ihn noch weiter ausfragen, leider. Geht leider nicht anders. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Oh, okay. I remember. So, dann. Was machen wir denn noch? Also, das hatten wir schon. Dann machen wir mal das hier. Das sieht doch witzig aus. Das hört sich doch mal gut an. Aber wir dürfen natürlich auch drücken, um den Schraubenschlüssel zu schwingen. Aua, 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 aua. So, what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, he's got beer. Oh, he's got beer. He's got Gucci beer. No. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah. I'm telling you the truth. Gucci beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No.
You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. We're back in. Give me some eyes. Also, einen mit buschigem Bart. So, der wie gesagt. Ja, da habe ich einen. Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters. We need more. Leider nicht. Also müssen wir unseren Typen leider noch mehr vergewaltigen. Also er kann einem ja wirklich leid tun, aber naja, wenn er nicht reden will, so war das halt damals. Trev, maybe one more time, just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. Ah ja, bestimmt weißt du gleich mehr. So, jetzt benutzen wir mal das letzte. Und zwar Benzin. Oder hoch entflammbares Zeug. Oh, das muss er jetzt bestimmt trinken, oder? Um den Stuhl umzuwerfen. Oh, oh, oh. Und jetzt schön in den Mund rein. Ja, was auch sonst. Oh je, oh je. Also kann er mir ja echt leid tun, wenn man das jetzt so sieht. Das ist ja Folter hoch 10. Naja. Ach, Wasser ist das? Ist das nur Wasser? Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest's details. Also der Typ hat schon, guck mal, der Typ, der hat einen Vollbart, aber der hat... Der raucht nicht. Der raucht zwar, aber der hat so keinen Vollbart. Also ich bleib bei dem Typen. Wo ist er denn jetzt? Bei dem Typen. Aber der ist auch Rechtshänder. Der hat die Zigarette in der rechten Hand. Der hat die Zigarette in der linken Hand. Ich erschieße jetzt den einfach mal. What the hell? That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Well, we've got him. It's done. Ja, hoffe ich. That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just... Torture me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Safety first. Begib dich zum Flughafen. Das sind doch 2,12 Kilometer. Das machen wir. Aber was ist denn da noch markiert zusätzlich auf der Karte? Kann ich das mal wegmachen? Das stört irgendwie so ein bisschen. So, Wegpunkt weg. Also ab zum Flughafen. It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning wood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane.
You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message! You're a torture advocate! Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times! We should all admit that! It's useless as a means of getting information! I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. So, Los Santos Airport. So fertig, wie der Typ aussieht. Oh je, den haben wir aber ganz schön zuge. Run, you're free. Run, boy, run. But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Hey, eiskalt, und dem Typen wird nicht geholfen, ey. Wie krass ist das denn? Also, streng nach Vorschrift, die etwas längere Mission haben wir jetzt also bestanden. Wir haben ihn gefoltert und er muss jetzt zusehen, wie er irgendwie zurechtkommt in seinem restlichen Leben. So, bekommen wir noch einen Anruf? Bestimmt kriegen wir doch noch einen Anruf. Komm, bestimmt kriegen wir doch noch einen Anruf. Oder dann fahren wir mal. Warte mal, wie lange dauert es denn bis zu Trevor nach Hause? Hier wäre noch eine weitere Mission. Wie lange dauert es denn bis zu seinem Unterschlupf? Darf ich mal kurz sehen? Wo ist es denn? Cletus? Nee, da wollen wir nicht hin. Ein Attentat. Ah, Lester. Ah, Ammunition. Smoke on the Water? Nein, ich will ja mein Haus sehen. Das war's, glaube ich, oder ne? Mackenzie Feldhanger? Nein, da waren wir nicht. Hangar bei Shores? Landeplatz? Naja, wir schauen einfach im nächsten Mal, wo wir landen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung oder ein Abo da. Oder teilt das Video auf irgendwelchen Plattformen, sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter oder sonst was. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mit Michael, mit Franklin und natürlich auch mit unserem verrückten Trevor. Also haut rein, bis zum nächsten Part und... Ciao!